Ja, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans. Heute wird eine weitere Challenge kommen. Die zweite zum Clash of Clans Let's Play. Ich habe mir überlegt, dass alle Truppen, die ich habe, darf ich nur einmal benutzen. Aber jede muss ich einmal benutzen. Das habe ich hier schon mal, seht ihr. Da sind wirklich alle Truppen. Von Barbar bis zu Pekka. Nur halt alle durcheinander. Ich darf keine einzige zweimal benutzen. Wie ihr seht. Golem habe ich ja noch nicht. Der fehlt mir ja noch. Und ja, ich habe mir noch keine richtige Bestrafung ausgedacht, falls ich es nicht schaffe. Ich muss mindestens 2 Sterne schaffen. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt als Bestrafung, aber ich glaube jetzt nicht so. Ich fand das jetzt auch nicht so gut. So als eine What the fuck Base so zu nehmen. Aber ich würde noch mal eine machen und euch dann abstimmen lassen, dass ich die Mauern dann ganz nach außen tue, also weglasse. Vielleicht wäre das auch besser. So, dann werde ich jetzt auch mal anfangen. Die Clan-Truppen zählen dazu. Wir haben einen Barbaren, einen Bogenschützen, einen Kobold, einen Riese, einen Mauerbrecher, einen Magier und einen Lakai. Mehr wurde leider jetzt nicht gespendet, aber das reicht natürlich auch schon. Und dann fangen wir auch mal an. 2 Sterne müssen wir schaffen. Ui. 2 Sterne, das sieht hier schon gut aus. Dann will ich den noch direkt angreifen, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Naja. Direkt mal den Pekka da hinsetzen, der wird aggro. Der ist ganz schön schnell. So. Jetzt ich den Golem mal hier oben hin. Sieht auf jeden Fall heftig aus. Einen Stern haben wir schon. Oh, das war nicht so schlau. So, kommen wir mal rüber. Die kommt auch rein. Sieht schlecht aus, Leute. Aber es kann ja noch was werden. Der Golem ist ja gleich auch platt. Die Hexe ist noch da. Oh, jetzt ist sie tot, ja, locker. Schade. So. Das wird knapp, ja. Jetzt sicher, das sieht nicht schlecht aus, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob das noch wird. Vor allen Dingen jetzt wegen der Luft. Nee, das wird nichts mehr. Schade, schade. Dann wird es auf jeden Fall eine Bestrafung geben. Oh je. Naja, habe ich noch was? Oh, ich habe noch einen Riesen. Lohnt sich das jetzt noch? Ein Riese? Naja, ich setze einfach mal. Zack, Riese ist gleich auch weg, wenn der Barber King angreift. Der arme kleine Riese. So. Aber einen Stern haben wir geschafft. Boah, seht euch mal diese lange Liste hier an. Ganz schön lang. Ja, okay, Leute. Denkt euch auf jeden Fall mal eine Bestrafung aus. Oder ich werde doch mal gucken, ob ich diese What the fuck Base nehme. Also, ich denke, ich nehme eine What the fuck Base. Weil ich Elixier trotzdem ja auch noch sparen will. Ja, die Folge hat ja erst 5 Minuten. Vielleicht könnten wir hier die Base noch ein bisschen verändern. Erstmal alles löschen.
Vielleicht werde ich die auch erstmal anfangen oder so. Auf jeden Fall werde ich die Mauern dann einfach nach außen stellen. Oder ich weiß schon Bescheid, was ich machen werde. Das wird jetzt lol werden, das wird jetzt richtig lustig werden. Tausend Mauern drum machen, werde ich jetzt erstmal gucken. Wenn ihr es nicht so als Bestrafung seht, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare eine Bestrafung. Das ist jetzt dann einfach nur so eine Base, die ich euch dann noch dazu zeige. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Vor allen Dingen, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht. Wie sollen die denn da rankommen? Die müssen ja 1000 Mauerbrecher mit haben. Wenn ich die Verteidigung dann noch da drum stelle, sieht doch dann gar nicht so schlecht aus. Oh yeah. Jetzt sind die Mauern auch an leer da. Schade. Schade, dass man nicht mehr Mauern hat. Mehr hat man auch nicht. Naja. Stelle ich das Rathaus noch dazu. Und noch die Verteidigung. Naja, das Rathaus will ich jetzt nicht verteidigen. Aber es sieht lustig aus, muss man echt sagen. So, ja, ich denke mal, so werde ich das dann machen. Ich werde sie auch noch weitermachen, aber ich wollte jetzt nicht den Part dafür noch nehmen, dass ich diese Base baue. Aber so in der Art wird sie aussehen. Ja, Leute, dann gebt mal einen Daumen nach oben für die geile Challenge. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr noch weitere Challenges sehen wollt. Natürlich werde ich weitere machen. Vor allem, weil es auch so lustig ist. Okay, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.